Moin Leute, seid gegrüßt zu einer neuen Runde hier Surviving the Aftermath. Schön, dass ihr wieder da seid. Und wir kriegen hier gleich mal die Nachricht, jemand wartet auf Einlass hier. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir den Einlass gewähren können oder ob wir eher sagen, nee, das sind nicht die richtigen. Insgesamt muss man sagen, könnte ich schon noch ein paar neue Leute gebrauchen. Ne, Leute, die transportieren uns die Umweltbeseitigung wegräumen und so weiter und so fort. Ich habe nur teilweise Kommentare mittlerweile auch gekriegt. Vielen Dank für Kommentare hier auch zu diesem Let's Play, auch mit Tipps und Tricks. Und scheinbar sollen sich tatsächlich später die Leute auch richtig noch vermehren, was wir bisher so ja noch nicht feststellen konnten. Kann aber natürlich sein, dass das Ganze noch demnächst hier passiert, dass wir dann auch auf einmal Nachwuchs erwarten, dass die Schule aus allen Nähten Bild, aber davon sind wir noch ein bisschen weiter entfernt. Also ich glaube noch nicht, dass es jetzt heute auf morgen passiert. So, dann lass mal gucken. Wer steht denn hier? Erste Hilfe. Was? Angebot annehmen? Ich will uns 750 Forschungspunkte geben und will dafür nur 24 Fasern. Du bist ja eine. 19 Tabletten, dafür 6 Werkzeug, 18... Ja, was... Das ist ja... Alter Schwede, vielen Dank, schöner Handel. Dann dampfen wir wieder ab. Wir haben einfach mal 1635 Forschungspunkte. Und sonst nichts ist. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Ich glaube, wir wollten noch eine große Windmühle bauen, dafür wollten wir Elektronikteile holen. Nuklear A ist hier ist ein bisschen was aufgeräumt. Jetzt wird hier dieses Riesenteil erstmal weggeräumt. Wir hatten drei... Meine ich, ne? Die räumen hier, die haben ja noch was zu räumen, das dauert noch. Und dann haben wir hier oben noch einen. Der sammelt hier und hier so ein bisschen. Und da jetzt auch noch natürlich. Sehr, 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 sehr schön. Kann man nicht anders sagen. Hier wird Metall organisiert. Ja, wird auch schon organisiert, das passt. Wege werden auch vervollständigt. Haut an. Ach, hier hat man noch ein Haus gebaut. Zweigeschossige Häuser. Da wohnt noch gar keiner. Kommt aber gleich, oder? Dann würde ich da auch so ein bisschen Straße rumbauen. Dann gehen wir natürlich gleich ganz klar, Leute, in die Forschung rein. Das wäre mal eine Nachricht zu Beginn einer neuen Aufnahmesession. Wenn ihr mal 700 nice Forschungspunkte. Ah, schon voll. Die beiden sind voll hier. Ich weiß nicht, die anderen wollen da hätten nicht mehr so gerne wohnen. Die Spezies sind einsatzbereit. Da muss ich erst wieder gucken, wer war noch was. Du hast nix. Soll ich hier angreifen? Oder ein bisschen weiterlaufen oder ein bisschen sammeln. Nein. Wollen wir noch ein bisschen Forschungspunkte holen. Dann sind wir auch irgendwann durch mit dem Thema Forschung. Braucht man sich da nicht mehr drum bemühen, ne? Oder einfach noch ein bisschen gucken, in der Gegend rumgucken. Weil vielleicht können wir auch noch weitere Außenposten bauen, ne, mit der Zeit. Die noch weiter außen liegen. 18 Elektronen. Sollen wir die erstmal wegbringen? Dauert leider von hier auch zwei Runden. 105, da sind auch 400. Wir müssen mit dem Forscher hier rüber. Hier sind 600 Forschungspunkte. Und da liegen noch 10, ne, also zweimal noch. Nützt ja nichts. Trotz. Da sind noch zwei Forschungspunkte. Wir müssen aber mit dem direkt zurück in die Homebase. So, da haben wir einen Außenposten gebaut. Ansonsten hat sie nichts mit. 1, 2, 3, 4, 5 passt nicht. Hier würde das passen, dass wir gerade noch gucken können. Tabletten. Und du, Forschung 2. Holst hier was, ne? Wo ist das noch? So. Gleich nebenan. Ja, nimm mal, ne? Also ich würde mir noch einen Spezialisten wünschen. Also wenn die Aufnahmesession heute schon so gut startet, wünsche ich mir jetzt noch einen weiteren Spezi. Ein großes Akku-Pack, das nächste ist fertig. Das hier, da soll auch noch ein bisschen Straße hin, die fehlt noch. Kommt ja wohl hoffentlich gleich.
nicht abreißen, bauen. Krieg 17. Genau, hier werden Beeren gesammelt. Ich glaube, hier nochmal den ersten Fischer, aber der hat nicht. Aber hier wäre ein schöner Teich zum Fischen noch. Ich möchte noch eine Fischerhütte bauen, weil wir so wenig zu essen haben. Frage nur, wo passt der am besten ran, ne? Möglichst viele Fischgründe sich gönnt. Besser so, oder? Na, warum passt er so nicht? Hier war es kurz grün. Nehmen wir den oder was? Ich denke, das passt schon. So, ein bisschen Straße dahin. Schön, dass ein paar Leute hier hinziehen. Weil hier ist es nicht mehr ganz so dicht. Die wohnen hier wohl nicht ganz so gerne. 4 von 8. Aber für Neuankömmlinge ist es hier doch ideal. So. Ich möchte nochmal kurz gucken. Da soll geerntet werden. Da soll geerntet werden. Hier soll geerntet werden. Baut an. Hier ist jemand am Anpflanzen. Baut an. Erntet. Ja, machen wir mit 2 Labor. Aber essenstechnisch ist es nicht unser Problem. Wir müssen eher gucken, dass unsere Lager wahrscheinlich bald voll sind. Brennholz? Wie läuft das denn eigentlich? Ja, hier hatten wir Fleischmahlzeiten. Und hier machen wir Kombi-Mahlzeiten. Hier wollte Brennholz. Brennholz war. Ja doch, ich würde ihn mal wieder mit reinnehmen. Oh, das hier erstmal alles wegfällen. So. Über den Tag sammeln wir jetzt. Bis 16.000 Strom haben wir. Das ist schon mal eine ganz gute Ausnummer, würde ich behaupten. Und jetzt gehen wir natürlich noch in die Forschung und ziehen nochmal durch. Ne? Bei 1600 Punkten können wir auch das alles gleich mitnehmen. Und dann haben wir hier bessere Wasserversorgung. Hier sind wir eh durch. Hier sind wir noch nicht ganz durch. Könnten wir aber auch alles nehmen, ne? Großer Zufriedenheitsbonus. Die Sicherheit haben wir alles. Erkundung fehlt noch. Also wir sind bald durch mit der Forschung, ne? Das muss man sagen. So macht man Forschung heute. 185 Punkte noch übrig. Ja, dann müssen wir natürlich gucken, ne? Wir brauchen Weizen, haben wir viel Weizen für den Bäcker, da brauchen wir wahrscheinlich Weizen. 35. Aber wir sollten dann nochmal ein großes Weizenfeld in Betracht ziehen. Hier wird gerade geerntet, ne? Der baut noch an. Hier hätten wir aber Platz wahrscheinlich noch für ein großes Weizenfeld. Dann lass mal gucken. Und dann Essen und Trinken ist jetzt, oder Wasser erst nochmal. Hier haben wir eine große Pumpe, die braucht sogar ein bisschen Strom. Und ein großer Wasserspeicher, der kann 1600 und statt 700. Ja, wir fangen ja an, immer mehr hierhin auch zu bauen, ne? Sinnigerweise. Einfach um das ein bisschen besser aufzuteilen, das Risiko. Falls bei der einen Ecke ein Meteoriten einschlägt, dass bei der anderen das nicht auch passiert. Ja, eigentlich weiterlaufen, noch mehr gucken. Ja, nur Wasser. Dahinter ist auch nichts. Und hier schon der Außenposten. Also hier oben können wir noch mal gucken. So, letztmalig ist das Flugzeug auch abgewrackt. Und wir haben dann 28 Elektronikbauteile drin. Ja, schnell zurück, ne?
Nach unten geht es wohl nicht weiter. Hier ist noch sehr, sehr viel unerkundet. Was sich dann wieder mit nach oben verbindet. Forschung 4, das war eigentlich der Beste, der Forschung holen kann. Na, ist nicht ganz ungefährlich, die Geschichte hier, aber viele Forschungspunkte. Oh, da muss noch dreimal, ne? War noch Spezies übrig? Nee, ne? Wir waren keine Spezies übrig. Die kleine Nuklearabfallgeschichte hier ist abgeräumt. Was macht der Handel denn eigentlich? Neue Handelsverträge verfügbar. Nee. Nee. Hä? Ist hier hingerutscht. Das ist auch mal wieder was anderes, ne? Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. So, Bretterteile können wir hier uns organisieren. Und ein weiteres Handelszentrum, dann können wir auch viel ranschleppen einfach, ne? Fischerhütte ist fertig. Und der wird abgebaut, das ist gut. Der ist auch schon länger echt nicht schön hier, ne? Diese riesen Flapsen. 76 Bevölkerung, 2 Kinder nur. Ja, das Sägewerk hat gut zu tun. Hier muss irgendwann mal ein Aufförster kommen, der das dann aufforstet. Aber bis dahin ist noch Zeit, weil sonst kann das Sägewerk auch hier hingehen. Die Straße wird weitergebaut, das ist auch schön. Ich gehe mal ins Baumenü und gucke nochmal. Ja, also da bin ich eher der Freund von diesen Dingern. Die bringen zwar nur 15 Wasser, die bringen 30, aber die Dinger. Ne? Kosten keinen Strom. Brauchen wir eigentlich nur diese Speicher noch. 1600 Speichern, so ein bisschen für schlechte Zeiten, ein bisschen mehr Wasser speichern. Das haben wir beim letzten Mal schon gemerkt, dass wir da vielleicht sogar noch einen von mehr brauchen könnten. Ich glaube, das brauche ich noch. Noch einen Wasserspeicher mehr gleich. Hm. Passt hier sogar noch genau neben. Das wäre irgendwas Komisches hier. So, Umweltbehörde hier sozusagen läuft. Gut zu tun. Ja, aber ich glaube tatsächlich, wir brauchen nicht noch eine. Wenn die gleich da diese Felder leergeräumt haben, dann sieht das auch teilweise schon echt sauber aus, ne? Hier macht er jetzt, dann hat er hier natürlich noch zu tun. Aber schon mal so ein bisschen verlegen. Denn hier danach noch, ist auch relativ nah dran. Oben kann er nachher mithelfen, weil eigentlich ist der näher, aber der hat hier noch relativ viel zu tun. So kann man das Ding ganz geschickt aufteilen, denke ich. Ehrenlager. So, können wir uns das jetzt nochmal angucken eigentlich? Wir haben so viele tolle neue Sachen. Die das futtern hier. So, Insektenhäuser, 2 Strom, Gewächshäuser, Katastrophen und Gewächshäuser. Ach komm. Eine Mühle, da wird aus Weizenmehl, braucht keinen Strom, braucht wahrscheinlich nur ein bisschen Wind. Bäckerei wird aus Weizen und Brennholz, wird leckeres Brot. Und eine Kantine, aus Holz, Mais wird leckeres Essen. Alles 3 möchte ich bauen. Und zwar in unserer neuen Siedlung, oder? Warum nicht? Ja, hier würde ich noch ein paar... Nee, wir machen das mal mit dir. Erstmal die Mühle.
Weil hier kommt ja dann auch ein großes Lager hin, dann können wir vielleicht noch ein großes Weizenfeld anbauen. Bis hier können wir runtergehen. Denn haben wir jetzt hier die Mühle, dann kommt hier noch die Bäckerei hin. Die würde ich erstmal wieder abreißen, Bau abbrechen. Und dann würde ich hier Straßen hinterziehen. Ja, ich komme, wir machen die Spezies gleich, keine Sorge. So. Und dann bauen wir jetzt hier aber die Mühle. Dringend, 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 Mühle, 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 Mühle. Da. Hier oben können wir nicht, ist bergig. Aber hier können wir sie hinsetzen. Der kriegt höhere Priorität. Und der hier kriegt niedrigere Priorität. Aber erstmal brauchen wir Mehl, bevor was sollen wir sonst mit dem anderen. Dann können wir aber schön Brot backen. Ja, diesmal kannst du wieder ein bisschen gucken, und zwar hier kannst du gucken. Böse, böse, böse. Da bist du. Du hast 28 Teile und die bringst du mal Richtung Außenposten. Erstmal, dass wir über den Außenposten was wegbringen, schaffen wir wahrscheinlich. Ja, doch, können wir gerade noch schaffen. Können wir noch schaffen? Können wir noch schaffen. Jetzt müssen wir erstmal schon mal gucken. Einstellung. Mache ich alles richtig? So. Passt. Passt, passt. Ja, bald ist er da. Sehr gut. Noch Forschung mal. Es wird kein leichter Kampf sein. 80 Punkte hat sie. Aber ich möchte gerne wieder forschen. Ach doch, können wir überholen. Ich dachte, da war noch irgendwie ein bisschen Gefahr. Und dann haben wir schon wieder 400 Punkte. Du bist durch, ne? Ach nee, 7 noch. Aber wenn wir die haben, dann haben wir 60 Elektronikbauteile plus die 2, die wir noch haben, so circa. Richtig, richtig gut. Und nach wie vor kriegen wir es hin, dass wir keinen einzigen Spezi bisher verloren haben. Auch Wasserspeicher füllen sich. Also Strom, ne? Weitere Stromspeicher würde ich bauen und ich würde noch weitere Strom, also ich würde wahrscheinlich eine weitere Windmühle bauen. Eine große. Da kriegen wir hier vorne noch eine hin. Großes Feld ist abgeschlossen. Da soll Weizen rauf. Ja, Mais hatten wir, glaube ich, genug. Ne? Na, wohl ist auch nicht übermäßig viel, aber Sojabohnen haben wir hammer viele. Und wenn wir davon so viel haben, würde ich sagen, nächstes wählen nicht mehr Sojabohnen, sondern auch Weizen. Wieder zwei Weizenfelder. Und hier wählen wir als nächstes auch Mais. Beim Mais haben wir gesehen, brauchen wir eine Kantine oder so. Großer Wasserturm ist fertig. Guck mal, dann haben wir jetzt einen Wasserspeicher von 6700. Der muss ich jetzt langsam erstmal füllen, weil aktuell haben wir einen Ausgleich plus von 1,5, jetzt von 20. Ansonsten bauen wir noch eine kleine Wasserpumpe irgendwo auf. Ist jetzt auch nicht das Problem. 10 Träger. Aber Fisch. Oh, Fisch 247. Fleischmahlzeiten 30. Gemüsemahlzeiten 20. Kombimahlzeiten 277. Wild nur 4. Das ist eine Überlegung, dass wir bald nochmal im Wildbereich investieren. Ich bin auch gespannt, was in den nächsten Updates noch dazu kommt. Das ist immer noch ein Early Access Titel, da ist ja noch einiges drin, auch vielleicht im Bereich Landwirtschaft, was man vielleicht noch ausbauen könnte. Wenn man sich natürlich Farmen vorstellen, die dann auch Tiere herstellen wieder und so weiter und so fort, um da noch eine bessere Fleischversorgung einfach zu gewährleisten. Das können wir durchaus vorstellen, dass wir das im Laufe des Jahres noch sehen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie lange wir das hier weiterspielen. Natürlich wollen wir alles erreichen, was das Thema Forschung angeht, was auch mal alles mal gebaut haben. Ich will auch schon gerne
aufgeräumt haben. Und ich hoffe natürlich, dass bei weiteren Updates man nicht komplett wieder von vorne anfangen muss, sondern wenn man hier wieder reinguckt und weiterspielt, logischerweise dann hier auch die Möglichkeit hat, das Ganze weiterzuspielen. Wieder soweit. Das ging schnell diesmal, weiß gar nicht warum. Okay, okay. Mal gucken. Bisschen Metall. Das haben wir am ehesten, am wenigsten. So, schmeiß mal rein hier. Ist schon alles weg jetzt, ne? Ja. Hier ein bisschen Forschung holen. War nicht die beste Forscherin, aber umso schneller, dann sind wir vielleicht in der nächsten Folge schon durch mit Forschung, ne? Ja, schaffen wir in der nächsten Folge, lieber. Denn für heute war es das. Danke fürs Zuschauen. Wir machen dann, muss ich erstmal gucken, wir machen dann demnächst weiter. Und zwar würde ich behaupten, morgen. Ich würde sagen, wir machen morgen weiter. Bis dann, vielen Dank und tschüss.